Hallo und willkommen zurück zu Zelda. Wir sind endlich von diesem Plateau runter. Wir haben das Parasegel. Der König höchstpersönlich hat uns die Geschichte von der Zerstörung Hyrules erzählt. Und hier ist ein kaputter Wagen. Hier scheint nichts Besonderes zu sein. Okay. Am liebsten würde ich mich überall umschauen. Aber ich habe schon gehört, dass das gefährlich sein kann. Deswegen werde ich versuchen, nicht allzu viel, Hallöchen, nicht allzu viel hier, ja, zu gucken und zu machen. So, geh weg. Tschüss. Und im Dunkeln erkunde ich auch nicht so gern, muss ich ehrlich sagen. So, oh, hallo. Oh, hallo. Ich glaube... Hier könnte ein Krog sein. Aber was muss ich tun? Das ist eine gute Frage. Was kann ich denn tun, damit du rauskommst? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Vielleicht muss ich es gießen. Aber ich habe ja kein Wasser. Da ist ein Krog drunter. 100 pro ist da ein Krog drunter. Versucht macht klug, habe ich gehört. Natürlich nicht. Gibt es in diesem Spiel Flaschen, die man mit Wasser füllen kann und dann kann man das hier gießen? Vielleicht. Ich muss mir die Stelle merken. So, Stempel, Markierung. Das nehme ich mal für Krog. So. Alles klar. Aber eigentlich wollte ich hier rauf. Damit ich mich besser umgucken kann. So, da haben wir auf jeden Fall einen Wald. Da ist ein Vulkan. Da zu dem Turm wollte ich. Genau. Da gehen wir mal hin. Und dann würde ich sagen, machen wir uns straight auf nach Kakariko. Ohne großes Herumgestreune. Je nachdem, was auf dem Weg liegt. So, auf den Turm möchte ich klettern. Und ich hätte gern das tagsüber. Das wäre schön. Ein Fuchs? Ein Fuchs, hier gibt es Füchse. Oh. Oh, wie toll. Und größere Gegner. Sind die Füchse zum Jagen? Oder ist dieser Fuchs was Besonderes? Da, er läuft dann noch. Wo läufst du hin? Jetzt ist er weg, ne? Die spawnt. Ich glaube, man... Ja, lol. Ich glaube, die sind zum Jagen da, die Füchse. Ich möchte aber keinen Fuchs jagen. Sind die noch hinter mir her? Nee. Aus dem Nichts, nee. Das sind ein paar viele.
Hä? Was geht hier vor sich? Was war das? Wir haben noch nie jemanden so tief am Boden fliegen sehen. Hier geschehen Dinge, das ist unfassbar. So, von hier oben kann ich bestimmt auch ein paar Dinge markieren. Ist das da hinten Lava oder sieht das nur so aus? Durch die Sonne sieht das, glaube ich, nur so aus. So, okay. Dingeling. Ein Saphir. Dankeschön. Oh. Was? Ich bin runtergefallen. Na toll. Das war so nicht geplant. Ein paar Chilis essen. So, dankeschön. Wollt doch nur gucken. So, das nehme ich. Glutlibelle. Okay. Nehmen wir ein bisschen Geflügel mit, ja? Oh, danke. Ich tue es fürs Überleben. So. Das sieht schon alles sehr cool hier aus. So, ich wollte aber nach Kakariko, habe ich gehört. So, kurz mal die Lage checken. Wir könnten über die Brücke da gehen. Ah, der Fuchs war mal ultra niedlich. Ich liebe Füchse. Ja. Hier ist ein Schrein. Ja gut, dann machen wir erst den Schrein. Alles klar. Liegt ja auf dem Weg. Warum nicht? So, vielen Dank. Flammenborn. Das Volk der Shika soll diese Energiespeicher gebaut haben, deren blaue Flamme seit 10.000 Jahren nicht erloschen ist. Okay. Es wird windig hier drin. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Washi Ryako. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Okay. Ich werde geprüft. Wo ist denn, kriege ich hier kein Modul? Ich wollte die PlayStation 5 vorbestellen. Mano. Probier mal was. Sehr gut. Bernstein. Dankeschön. Ja gut, dann schaue ich mal weiter. Das ist die Parasegelprüfung. Ob ich damit richtig umgehen kann, wird geprüft. Kann ich daran klettern? Ja, natürlich kann ich daran klettern. Ich kann Berge hochklettern. Ja, das ist nur ein Schutz, oder? Sollen wir das mal überprüfen? Könntest du... Jetzt geht der nicht mehr ran? Okay, dann nicht. Man soll wohl nicht da hochklettern. Dann halt nicht. Das sieht nach einer Sackgasse aus.
Da ist eine Kiste. Okay. Also es gibt auch Schreine, wo man kein Modul dazu kriegt, aber man kriegt ja am Ende dieses Symbol, dieses Zeichen der Bewährung. Und damit können wir ja auch Dinge anstellen. Zum Beispiel beten. So, ich würde gerne darüber dann. Ja, genau. Das, tschüss. Bye, bye. War so nicht geplant. Aber ich fange hier wieder an, das ist ja gut. Aber wieso reicht das denn nicht? Wieso? 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 Hm. Ich versuche mal einen höheren Punkt zu erreichen. Die Herzen gehen langsam runter. Das ist nicht so gut. Aber wie soll ich einen höheren Punkt von hier erreichen? Ich habe eine Idee. Ich probiere noch mal was. Hier kann man ja auch hoch. Vielleicht bringt das was. Oh. Ich dachte eher an hier. Er will sich an einer glatten Wand nicht festhalten. Logischerweise. Logischerweise. Nee. Egal. So wichtig wird die Kiste schon nicht sein. Und wenn doch, dann steinigt mich halt in den Kommentaren. Tschüss. Ich könnte auch versuchen, von hier rüber zu gleiten. Ich weiß aber nicht, ob das... Ich versuch's einfach. Ich kann nicht aufhören. Ja, es funktioniert. Dann halt nicht. Dann bleibt die Kiste halt verschlossen. Oh. Von den Chilis habe ich am meisten. Also fast. Deswegen esse ich einfach davon. Ja gut. Beenden wir das Ganze hier, bevor ich noch 80 Mal runterfalle. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Dankeschön. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Bye, bye. Über Feuern entstehen Aufwinde. Öffne dein Parasegel, um dir solche Luftströmungen zunutze zu machen. Danke für den Tipp. Triffst du Feuergegner mit einem Eisangriff, nehmen sie besonders viel Schaden. Das klingt logisch. So, endlich ist es hell hier draußen. Xenoblade Chronicles 2? Das ist ein anderes Spiel! Hä? Hä? Da fliegt es wieder. Ich hab's genau gesehen. Da. Oh Mann. Da hinten habe ich mir auch eine Markierung gemacht. Hm. Ich glaube, das war ein Turm, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, dann wollen wir mal weiterziehen. Prologia-Brücke. Da ist so ein Wächter. Oh, und da sind Gegner. Und ein Kochtopf. Wer ist das? Und wieso wird es hier so dunkel? Boah! Oh.
Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen, aber das schlägt die anderen um Längen. Wo kommst du denn her? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Ich bin ein Ritter. Ich bin Link. Naja, im Grunde ist es ja auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Und ich spreche nicht von Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Anscheinend sind sie im ganzen Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Ja, das habe ich gerade gemacht. Ganz plötzlich fangen auch all diese verlassenen Schreine an zu leuchten. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir ja nicht entgeht, wenn sich da was tut. Welche Sache? Naja, diese Sache. Ja, diese Sache da. Mhm. Genau, den Wächter. Du weißt schon, wie in den alten Geschichten. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte, und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Nein, ein anderer. Das war von hier aus gesehen Richtung Schloss, aber noch vor dem Wald. Als er mich entdeckt hat, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Ich habe das einmal miterlebt. Ich fühle mit dir. Es ist ein Wunder, dass ich in den Wald entkommen und mich verstecken konnte. Wie? Meine Reflexe? Nein, ich mache mir da keine Illusionen. Das war reines Glücks. Es geht schon wieder los mit dem Leseschwierigkeiten. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es noch so einige Wächter. Pass auf dich auf. Mach ich, Brigo. Mach ich. Wo gehst du hin? Na, suchst du auch jemanden zum Quatschen? Was machst du? Ich bin auf Patrouille, immer auf Patrouille. Die Brücke hier ist wichtig für Reisende und den Handel. Verkaufst du was? Deswegen bin ich damit beschäftigt, Monster von der Brücke fernzuhalten. Frag mich, was du willst. Wir können uns gerne austauschen. Nee, Wiedersehen. Alles gut. Ja, Glück können wir beide gebrauchen. Da hast du recht. Ich wollte zu den Bockblins. Die da feiern. Ich bin runtergefallen. Hier ist eine leichte Strömung, ne? Muss schnell darüber. Bitte nicht ersaufen. Das war knapp. No, Wurfspeer. Waffentasche ist voll. Wie immer. Hier, das brauchte ich auch noch nie, ne? Das kann ich eigentlich mal wegtun. Ich kann ja zur Not Bäume fällen, wenn ich ein neues brauche. Wegwerfen. So, Wurfspeer. Warte mal, ich versuche das jetzt nochmal. Oh. Nein, du siehst mich nicht. Ich wollte das jetzt nochmal versuchen mit den Feuerpfeilen. Bumm! Das war geil. Oh, das feiere ich. Aber was bist du denn? Achso. Das war genial. Genial war das. Das war genial. Hast du das gesehen? Das war so cool. So cool war das. So cool. Oh, wie toll. Das kommt davon, wenn man so gefährlich neben Feuerfässern steht. Oh, Explosionsfässern. Soldatenschwert. Na, egal. Ja, cool. Das war erfolgreich, würde ich sagen. Überall liegen die Reste rum. Ist ja schon ein bisschen makaber. Aber nur ein bisschen. So, her damit. Was auch immer das ist. Soldatenbogen. Ich hätte schon gern noch einen. Die sind ganz gut, glaube ich. So, dann packen wir so einen nämlich weg und nehmen den aus der Kiste. Tada! Das war cool. Was ist denn da hinten? Oh, ich gebe so viele Sachen, die ich mir angucken will. Aber ich möchte auch nach Kakariko.
Wir haben hier zwar eine leichte Strömung, ich versuche aber trotzdem mal zum Wächter rüber zu schwimmen. Hüsterchen. Boah, was für eine Strömung aber auch. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Hoffentlich. Ah, nein. Na, Mist. Kurz vorm Ziel. Ich könnte auch mein Eismodul benutzen. Das wäre eine wesentlich schlauere Idee. Nein, nicht das, sondern das. Benutzen wir das einfach. So. Dann ertrinke ich wenigstens nicht. Hoppala. Wollte er einen Körper machen? Yay! So. Untersuchen. Eine antike Schraube. Genau das wollte ich. Dankeschön. Nee, warte, ich wollte wechseln auf den Soldatenbogen. Oh. Hoppala. Und hier. Getroffen. Oh, direkt platt gemacht. Ich kann jagen. Endlich kann ich jagen. Wild. Wunderbar. Ein bisschen Geflügel hätte ich auch noch gern. So, das nehme ich mir dann mal alles, ne? Wunderbar. Hier ist auch ein wunderschöner Wald, wo wahrscheinlich etliche Gefahren lauern. Was? Ich hab dich genau gesehen. Und dich auch. Tja. Bah! Hilfe! Ich kann zurückschießen. Ja, komm doch. Aua. Ha! Ich habe ihn zerstört. Oh, Reh. Mal sehen, was er so übrig lässt. Octorok-Tentakel. Okay. Ein Ballon. Und noch ein Tentakel. Oh, Hirsche. Ah! Da ist noch so ein Vieh. So, wir haben hier normale Hyrule-Pilze und den Pilz kenne ich noch nicht. Rüstling. Okay. So, hier haben wir eine Basis, wie es aussieht. Hilfe. Wo ist er denn? Da. Ja, komm doch. Komm doch. Trau dich. Oh, ich habe ihn getroffen. Okay. So, Schleichschnecke. Okay. Rüstungskarpfen. Hier gibt es einfach einen Fisch. Okay. Ein paar Äpfel nehmen wir auch noch mit. Wenn wir schon mal dabei sind. Hier liegen überall Eicheln rum. Was es hier alles gibt. In diesem neuen schönen Wald. Eigentlich wollte ich nach Kakariko. Eigentlich. Ich glaube, ich nähere mich mal den Bockblinster. Und da sind wieder so Explosionsfässer, oder? Nee, das sind keine Fässer. Ah, doch!
Sind es wohl. Das wird wieder ein Fest, Leute. Ein Fest wird das. Ein Explosionsfest. Es wird gleich schon wieder Abend. Mann, oh Mann. Ich liebe es. Ihr kleine Schwachmaten, ey. Na, ah, fast getroffen. So, der ist auch erledigt. Und da ist noch einer, der mich auch noch nicht entdeckt hat. Aber auf den rennen wir mal zu. Er ist ja jetzt alleine. Hallo, komm mal runter. Komm runter. Sonst schieße ich dir ins Gesicht. Wo geht der hin? So. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Kann ich einfach hier hochklettern? Nö. Wie komme ich denn da hoch? Ach, vom Turm da könnte ich runtergleiten. Das könnten wir versuchen. Tasche ist voll. Und hier sind Metallkisten. Okay. Okay. So, könntest du bitte klettern, Link? Danke. Wieso wird die Musik auf einmal so beunruhigend? Und warum ist es so dunkel? Ist Sommerzeit, da ist es um 8:30 noch hell. Aber ich könnte mal was essen. So. Oh, nein, festhalten. Schön festhalten. Schaffe ich das? Hm. Könnte kritisch werden. Deswegen esse ich was, was meine Ausdauer erhöht. Das hier, ne? Ja. Essen. Dankeschön. Ich habe ja noch 3 Markierungen auf der Karte. Was ist denn da jetzt noch markiert? Hep. Ah. Bombenpfeile. Sehr schön. Ach ja, da habe ich einen Turm markiert. Hier glaube ich auch. Und, hä, da auch? Na gut. Ist so dunkel. Ist das ein Schrein? Ist das etwa ein Schrein? Cool. Wie viel man von hier sieht, ne? Den Schrein markiere ich auch mal. Ich glaube, ein paar Markierungen nehme ich aber mal wieder weg. Ah, das liegt hier außen. Zum Beispiel die nehme ich weg. Markierung löschen, weil das ist ein Turm, wo ich noch nicht bin. Das lösche ich auch mal. Und das hier auch. Damit ich mehr Platz für andere Dinge habe. So, das ist markiert. So, von da ganz hinten kommen wir. Den Schrein habe ich gemacht. Da ist ein Turm. Und den Schrein habe ich auch markiert. Okay. Aber was ist da unten? Warum? Wow, jetzt sehe ich noch weniger als nichts da. Es sind mehrere Metallkisten in einem großen, großen Baumstumpf. Hm. Aber ich wollte jetzt erstmal hier rauf. So, zack. So, kein Platz mehr hierfür. Oh, Holzpfeil. Holzpfeil nehme ich. War hier oben nicht eine Kiste? Kann man Kisten in die Luft sprengen?
Das, Hier war doch eine Kiste, oder bin ich jetzt doof? Hallo. Na, ihr kleinen Süßis. Lassen wir sie mal in Ruhe. So. In die Richtung muss ich ungefähr. Genau. Ich sollte bei Zeiten vielleicht auch mal einen richtigen Turm ausfindig machen. Damit die Karte aufgedeckt wird. Och nö, darauf habe ich jetzt keine Lust. Will nur schnell aus dem Wald wieder raus. Und das Vogelnest plündern. Bäh. So. Ah, wieso trifft der mich? So, das nehme ich mit. Warum wird es... Was? Was zur Hölle ist hier los? Oh mein Gott. Wer, was, wo, wer, wieso? Was? 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 Was ist das? Ja, ich höre dich. Sei auf der Hut. Ja. Ich versuch's. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Oh oh. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Ich, nein. Link, sei auf der Hut. Ja! Ich will kein Blutmond. Warum ist jetzt Blutmond? Na. Okay, ich dachte, das hätte was mit der Gegend hier zu tun, dass es auf einmal so rot wurde. What the... Ja, aua. Lass dich doch treffen. Au. Ah, na toll. Au. Hallo. Will er mich rammen? Oh Gott. Was ist denn los mit euch allen? Oh, hier kann man Bomben legen. Aber bitte nicht angreifen. Ja, ich sagte bitte nicht. Wieso verfolgt er mich? Geh weg. Keiner mag dich. Aua. Aber ich habe getroffen. Immerhin. Was ist das? Ich höre es schon. Ich höre dich, kleiner Krog. Jetzt bräuchte ich ein Dekoblatt. Verdammt. Ich hab's. Ich habe eins weggeschmissen. Ich habe auch keine Axt, um hier Bäume zu fällen. No. Ne? Ich habe ja kein. Nee, das ist Bogen. Warte mal. Nein. Eine Axt habe ich nicht zufällig. Ich habe einen Hammer. Aber keine Axt gerade. Okay, dann markiere ich mir das. So. Hier ist ein Krog. Da ist was zu essen. Apropos Essen. Obwohl, nee. Doch. Ich nehme eins. Nom. Ich wollte da hoch eigentlich. Ach ja, Bombe. Oh, so viel zu tun. Und wir sind schon bei 34 Minuten. Oh, ich kann einfach nicht aufhören zu spielen. Wir gucken noch kurz, was hier drin ist. Und dann, ja. Werden wir noch kurz das Lager da hinten plündern. Und, ah, nicht mehr. Ja, dann halt so. Das Lager plündern und, ja, uns weiter in Richtung Kakariko begeben. Wenn uns nicht tausend Sachen aufhalten. Mein erster Rubin! Yay! Cool! Endlich! Endlich Rubine! Da hinten war ich ursprünglich, oder? Oder? Nee, da war ich noch nicht, aber da ist auch so ein Turm. Und ich möchte alles erkunden. Alles. Von da hinten kommen wir, genau.
Wow. Es gibt so viel zu entdecken. Und wenn ich mich noch genauer umschauen würde, dann wären wir noch lange nicht so weit wie jetzt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls du noch nicht genug von mir hast, findest du hier rechts ein weiteres Video von mir oder die Playlist zu diesem Projekt. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht hast. Und hier links unten kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Däumchen und bis demnächst. Tschüss.